Also, vor ein paar Jahren erhielt ich versehentlich einen Notruf. Ich war mit meinen Hausaufgaben fertig, also nahm ich ihn an. Und heute rette ich die Welt. Folgendes steht an. Ein renommierter Schleimwissenschaftler wurde von dem bösen Professor Dementor entführt. Und ich werde ihn befreien. Wer ich bin? Ich bin Kim Possible. Ich habe doch getan, was Sie wollten. In dem Becken dort ist der weltgefährlichste, alles zersetzende Schleim. Bitte, lassen Sie mich doch frei. Ich vermisse meine Frau und meine Kinder und meine Schimmelpilzspuren. Verehrter Dr. Gloppman, Sie sagen also, das ist der sogenannte Überschleim. Das möchte ich sehen. Ich brauche Verstärkung. Unstoppable, mein bester Freund und mein Partner. Gewinnen wir? Klar, wenn du so weitermachst, Ron. Ron hat es wieder getan. Na, zum Glück hat das Dementor nicht gesehen. Okay, das hat er wahrscheinlich schon gesehen. Kim, wir haben einen Zielort. Hier, guck es dir selbst an. Das ist unser Kumpel Wade, ein absolutes Technikgenie. Er hat mit 10 Jahren seinen Abschluss auf dem College gemacht. Professor Dementor hat den Wissenschaftler auf Ebene 6 angekettet. Beeilt euch lieber. Na dann los, Ron. Auf geht's. Keine Ahnung. Könnte vielleicht ein Nebeneffekt des Zersetzungsprozesses sein. Wie soll ich denn mit Pink und Glitzer die Weltherrschaft an mich reißen? Man wird mich bestimmt auslachen. Wer denn? Alle Menschen werden doch zersetzt sein. Genau wie Sie, Doktor. Ich mach den Überschleim. Oh nein. Bereiten Sie sich auf den quälend langsamen Haken vor. Er taucht Sie in Ihr schleimiges Verderben. Bitte tun Sie das nicht. Bitte seien Sie vernünftig. Dieser Riemen kratzt so. Wieso hilft mir keiner? Das war's jetzt mit Rumscheiben, Dementor. Fräulein Possible, schnappt sie euch! Los! Ron, befrei den Doc. Die Trottel überlass mir. Mach schneller, Haken! Erledigt sie! Ron, Wurfhaken! Bin gespannt, was du ohne dein Wurfhaken machst, Fräulein! Oh, aha, also das machst du.